Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind, auch wenn es diesmal ein Telefon-Video-Strategie-Ticker ist von unserem Frankfurter Börsenbrief heute am Freitag, dem 6. Juli 2012. Die gestrige DAX-Veränderung von minus 0,45% täuscht ein wenig darüber weg, was gestern wirklich passiert ist am deutschen Markt, im deutschen Leitindex. Der deutsche Leitindex nämlich lag gegen Mittag bei über 6.600 Punkten, dann ab etwa 14 Uhr war Talfahrt angesagt mit einem Ausflug unter 6.500 Punkte, anschließend Wiederholung und dann per Saldo die besagten minus 0,45%. Diese Intraday-Entwicklung passt ganz gut zu dem Rahmen eines etwas ermüdeten Marktes, bei dem aber noch nicht ganz entschieden ist, ob die Bullen oder die Bären nun die Trendrichtung vorgeben. Angesichts der jüngeren Kursstärke beim DAX wäre es eigentlich sogar wünschenswert, wenn der Index ein wenig zurücksetzt und auf diese Weise dann auch etwas Luft holt. Schwächer war gestern übrigens auch die Wall Street nach dem Feiertag am Mittwoch, war ja Independence Day am Mittwoch. Minus 0,47% standen beim S&P 500 zu Buche, also prozentual fast exakt so viel wie auch beim DAX. Ja, ein interessantes und wohl auch wichtiges Signal kommt aus Japan. Dort gelingt es derzeit nämlich nicht, den Haushalt vom Parlament absegnen zu lassen. Kein Land unter den Industrieländern oder unter den großen Industrieländern ist hier höher verschuldet als Japan mit einem Schuldenberg von etwa 230% der Wirtschaftsleistung. Man bewegt sich also auf einer eher dünnen Eisdecke, was in diesem Fall nicht so sehr das Vertrauen des Auslands meint, sondern eher das Vertrauen der Japaner selbst. Es geht um das Haushaltsjahr 2012, 2013, also das laufende Jahr. Das Haushaltsjahr entspricht ja in Japan nicht unserem Kalenderjahr. Das Volumen des Haushalts wird mit über 90 Billionen Yen beziffert, was umgerechnet etwa 900 Milliarden Euro sind. Sollte es also nicht gelingen, den Haushalt zu verabschieden, könnte es schon im Herbst Zahlungsschwierigkeiten geben. Die Wahrscheinlichkeit ist indes hoch, dass man sich doch zusammenrauft oder falls nicht, dass es dann vorgezogene Neuwahlen gibt. Sensibel ist das Thema gleichwohl. Der aktuelle Zankapfel ist wohl die anvisierte Verdopplung der Mehrwertsteuer, was ja für sich selbst schon mal ein markantes Signal ist, immer eine Verdopplung. Aber das absolute Niveau der Mehrwertsteuer in Japan ist andererseits eben auch nicht sehr hoch, mit gerade mal 5%. Ja, dieser Themenrahmen erinnert auch ein wenig an den drohenden Fiscal Cliff in den USA. Bis zu den Präsidentenwahlen erscheint hier eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern eher unwahrscheinlich. Anschließend aber könnte es dann auch zeitlich schon wieder etwas eng werden. Das Thema ist auch in diesem Fall recht sensibel, denn wenn keine Einigung gelingt, dann drohen automatische Mechanismen, die dann in Gang treten, was die Steuersituation angeht und was Sparmaßnahmen angeht. Selbstverständlich wäre dieses Maßnahmenpaket dann auch letztlich in der Konjunktur der USA fühlbar, denn es ist ein sehr umfangreiches Paket, was dann automatisch sozusagen in Gang treten würde. Entsprechend groß sollte eigentlich auch der Druck für die Politik sein, hier eine Lösung zu finden. Und normalerweise hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, selbstverständlich wird man sich einigen, es geht immerhin ja um eine ganze Menge. Aber ich würde mich hier dann doch nicht so gerne festlegen, denn schon bei der Anhebung der Schuldengrenze in den USA hat die US-Politik einen denkbar unschönen und problematischen Eindruck gemacht. Die Fronten dürften auch recht verhärtet sein. Insofern ist das hier etwas offener, auch wenn eine Einigung immer noch das wahrscheinlichere Szenario sein sollte. Heute wird es übrigens spannend in den USA, denn es steht der nächste Arbeitsmarktbericht an. Kommen wir zu Europa. Dort hat gestern nämlich die EZB am Zinsrad gedreht. Der Leitzins wurde, wie von einigen erwartet, um 25 Basispunkte auf 0,75% zurückgenommen. Auch beim Einlagenzins ging es um 25 Basispunkte abwärts, in diesem Fall von 0,25 auf 0. Also 0 Verzinsung, und zwar nominal, wenn man es real rechnet, also inklusive Inflation, ist man natürlich schon tief im Minusbereich. Vielleicht ist dann letzterer Zins in diesem Fall, also der letztere Zins, der Einlagenzins, in diesem Fall vielleicht sogar der wichtigere. Geld ist ja reichlich. Dadurch, die Banken parken es in hohem Maße bei der EZB und pumpen es damit eben zumindest zum großen Teil nicht in den Wirtschaftskreislauf. Übrigens lag die Nutzung der Einlagenfazilität heute Morgen, also nach der Zinsentscheidung, immer noch bei hohen 790,7 Milliarden Euro. Die Banken scheinen also recht unbeeindruckt zu sein. Eine nochmalige Kapitalflutung wie bei den LTRO-Programmen. Es sind erstmal nicht in Sicht von Seiten der EZB. Vielleicht hat der eine oder andere gehofft, dass hier nochmal so eine große Bazooka rausgeholt wird. Auch stellte Draghi keinen Blankoscheck aus in Bezug auf den Ankauf von weiteren Problemanleihen. Von der Sache her ist das auch durchaus richtig, denn nun ist die Politik gefragt. Brenntag. Kommen wir zu einigen, oder zumindest zu diesem Unternehmen, die sagt, laut Bloomberg verkauft oder reduziert Großaktionär der Brache in die Beteiligung. Es geht um etwa 7 Millionen Aktien, Volumen etwa 577 Millionen Euro.
Damit besteht zunächst natürlich die Gefahr eines Verkaufsüberhangs. Und das impliziert eher schwächere Notierungen, also vorerst bitte die Aktie meiden. Einige Aktien werden heute ex-Dividende gehandelt. Bei Bijou Brigitte werden oder wurden 5,50 Euro ausgeschüttet. Bei Fielmann sind oder waren es 2,50 Euro jeweils pro Aktie gerechnet. Recht aktuell ist die Meldung, dass WMF übernommen wird durch den Finanzinvestor KKR. Bitte beachten Sie hierzu auch das Update auf unserer Website. Im kommenden Frankfurter Börsenbrief werden wir darauf voraussichtlich ebenfalls eingehen. Ist der Einstieg für unsere Empfehlungsaktie der Punkt oder eher ein Doppelpunkt? Wir waren ja zu etwas oberhalb von 25 Euro an Bord gegangen mit unserer Empfehlung für die Vorzugsaktie, allerdings Kurs aktuell bei den Vorzugsaktien etwa 33,50 Euro. Was also tun? Schauen Sie dazu bitte in den kommenden Frankfurter Börsenbrief hinein. Ansonsten auch generell die Empfehlungen und Anregungen beachten, auch in der jüngsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs, die ja gestern schon erschienen ist. Damit sind wir angekommen beim Terminkalender. Für heute war bzw. ist angesetzt Deutschland 12 Uhr Produktion im produzierenden Gewerbe Mai. Am Nachmittag oder beziehungsweise Mittag dann noch 12 Uhr unserer Zeit USA Monsterbeschäftigungsindex Juni und noch wichtiger dann am Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht in den USA mit den Angaben über die Beschäftigten Ex-Agrar Juni, Stundenlöhne Juni und Wochenstunden Juni. Übrigens vielleicht auch jetzt schon mal ein Termin mit Blick auf die kommende Woche. Voraussichtlich am Dienstag wird sich das Bundesverfassungsgericht äußern in puncto ESM. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass man die Politik zwar etwas rüffelt, aber dann lässt sich doch keinen Stock in die Speichen des ESM wirft. Doch ist das Thema tatsächlich von sehr großer, extremer Bedeutung und sollte das Gericht anders entscheiden, also hier befinden, dass tatsächlich Dinge geändert werden müssen und dieser ESM-Mechanismus zunächst so nicht in Kraft treten kann, oder beziehungsweise auch, dass ein Volksentscheid erforderlich ist oder etwas in diese Richtung, dann könnte das schon extreme Marktwirkung haben. Eigentlich muss sich das Gericht schon gehörig verbiegen, um wirklich ein Klarzeit unter die ESM-Entwicklungen zu setzen. Also, kurzum, der Dienstag ist schon ein Tag, wo man die News vielleicht etwas intensiver verfolgen sollte. Abschließend zur Strategie. Es bleibt grundsätzlich beim bisherigen Rahmen. Der DAX verdient eine kleine Pause, also ein Luftholen, um etwa 150 bis 200 Punkte, sagen wir mal so. Die Auffanglinie dürfte also in der groben Bandbreite zwischen 6.300 und 6.400 Punkten liegen. Etwa bei 6.300 liegt auch die 300-Tage-Linie. Wobei nun natürlich und auch weiterhin die Einschränkung zu beachten ist, dass es immer mal wieder Seitenwinde geben kann. Derartige Externalien gehören in diesen Tagen zum Börsenrahmen nun mal dazu. Übrigens noch ein Hinweis. Beim jüngsten Bernecker Stammtisch war auch mein Kollege Bernhard Kinzing mit von der Partie. Schau Sie doch mal rein in die Sendung unter www.bernecker.info und dann unter Aktienboy nachschauen. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen ein richtig gutes Wochenende. Ihr Walter Tissen. Alles klar, Walter. Super, danke. Ciao. Schönes Wochenende. Ja auch. Ciao.